Rund 350 Demonstranten versammelten sich am 1. April vor dem Brandenburger Tor in Berlin, um für die Freilassung des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont zu protestieren. Auch Bundestagsmitglied André Hunko von der Fraktion Die Linke besuchte die Demonstration. Er kritisierte die Festnahme des Politikers und fand klare Worte für die aktuelle Position der Bundesregierung. Ich empfinde es als Schande, dass Puigdemont genau in Deutschland festgenommen wurde, nachdem er durch andere europäische Länder frei reisen konnte. Deshalb bin ich hier, nicht weil ich für die Unabhängigkeit bin oder dagegen, sondern ich bin dagegen, dass es durch Verhaftungen, durch Festnahmen, durch Repression, dass dieser Konflikt gelöst wird, in Anführungszeichen. Also ich gehe davon aus, dass Puigdemont nicht ausgeliefert wird nach Spanien. Der europäische Haftbefehl gilt nicht bei politischer Verfolgung in dem Land, wenn es droht. Gilt auch nicht, wenn Grundrechte in Gefahr sind. Von der Bundesregierung hier fordere ich, dass endlich diese Ignoranz aufhört, der Bundesregierung gegenüber der Bewegung in Katalonien. Seit dem 1. Oktober, seit dem brutalen Polizeieinsatz gegen das Referendum, kehrt die Bundesregierung diesen Konflikt unter den Teppich. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich finde, die Bundesregierung muss sich verhalten. Sie muss sich auch für eine politische Lösung dieses Konfliktes einsetzen und vor allen Dingen muss sie Druck ausüben auf Mariano Rajoy, dass er endlich die Blockadehaltung aufgibt. Vom Brandenburger Tor liefen die Demonstranten zum Justizministerium und hielten dort eine lange Mahnwache ab. Die Demonstration verlief friedlich. Wir wollen das alle.